So, willkommen hier wieder zurück beim Let's Play Euro Truck Simulator 2, im sechsten Part. Und, ja, wir sind hier immer noch am Rumdüsen. Und gerade auf dem Weg nach Kassel. Wir sind jetzt bald da, das dauert jetzt gar nicht mehr so. Wir können es ja uns mal gerade auf der Karte nochmal angucken. Wir sind jetzt hier, da wo das blaue Ding ist, hier dieser blaue Pfeil. Hier ist der Steinbruch hier direkt daneben und da vorne ist schon Kassel. Hier sind wir losgefahren in Köln. Ja, von daher, das kriegen wir schnell hin. Vor uns haben wir jetzt hier so eine lahme Schnecke.
geht's jetzt weiter. Hier ist ein Hotel. Würde bestimmt hier mein Lenkrad kurbeln wie verrückt. Also es würde mich zumindest wundern, wenn ihr es nicht hören würdet. Aha, es ist grün. Gang raus. Motor aus und abkoppeln. Ausgezeichnet. So, 280 EP, aber der wird ja aufgelevelt hier. Und 3941 Euro. Guck, sieht er hier, wie schnell das geht. Ausbilder. Ja, ist das hier super. Jetzt können wir wieder 16 Klassen dazu tun. So, anwenden. Okay, dann nehmen wir mal den nächsten Auftrag an. Und zwar von Kassel nach Dijon. Oder Dijon, Dijon, irgendwie sowas. Wir nehmen den hier mit dem Scania Möbel nach. Möbel nach Linz zum Sparmarkt. Wir kriegen 15.016 Euro. Fahren 668 Kilometer. Fahren wir mit Scania 3-Achser. Scania R Topline. Okay, Auftrag annehmen. So, hier sind wir. Dann kann das Lenkrad wieder richtig stellen. So. Da sind wir hier mit unserem geilen Gefährt. Wir haben leider keine Aufschrift drauf. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen blöd. Weil es gibt viele LKWs, die hier auf oder viele Anhänger oder Trailer, die hier Aufschrift haben, aber viele haben hier irgendwie gar keine. Naja, egal. So, wir begeben uns jetzt Cockpit-Motorangang rein. Und los haben wir hier Navi. Ne, dann müssen wir das anlassen. Wir machen es aber auf etwas schwächer. Bei dem Scania sieht man direkt, dass der Blinker schneller geht. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass bei einem MAN der Blinker immer viel langsamer geht als bei einem Scania. So, jetzt hier wieder links. Rechts.
Strecke an. Hier sind wir, der blaue Pfeil, und das rote ist unsere Strecke. Da unten ist Linz. Naja, wird zu schaffen sein, aber ist schon eine Ecke. Tank reicht für 706 Kilometer. 704. Naja, dann sollten wir nochmal tanken, ob wir was hinkriegen. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Somit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video hier auf PlayTV.